Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem angekündigten Horrorprojekt. Und ich hab schon jetzt keine Lust mehr. Ja, wie ihr seht, spielen wir Echo Knight Beyond. Und als erstes werde ich mal die Settings ändern. Ich habe natürlich schon geguckt, was ich hier alles einstellen kann. Ich mache nämlich den Sound ein bisschen leiser, damit er mir in der Aufnahme dann nicht zu übersteuert. Machen wir es mal so. Ja, ich weiß noch nicht genau. Ja, das ist okay. Ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Beziehungsweise ich weiß so viel. Das Spielprinzip ist wie bei Amnesia oder Clock Tower. Kurz gesagt, ich habe keine Waffen. Das wusste ich nicht, als ich mir es gekauft habe, muss ich dazu sagen. Ich habe keine Waffen. Und ja, was heißt, ich kann nur weglaufen. Was ganz toll ist, weil ich ja eh so einen Haufen Schiss habe. Des Weiteren ist es leider komplett auf Englisch, obwohl es wie immer in Deutschland erschienen ist, genauso wie bei Star Ocean. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Und ich würde sagen, jetzt laber ich nicht zu viel, weil ansonsten mache ich noch einen Rückzieher und wir starten ein neues Spiel. Ich habe es auch noch gar nicht angespielt. Ich habe mir nur den Teil des Screens angeguckt und die Optionen und das war's dann. I thought I heard someone calling my name. My fiance, Claudia, and I were on a space trip. Suddenly, there was an intense shock and roaring sound, a massive shock as the shuttle crashed onto the moon. That's all I remember. I'm slowly starting to come to, but I can't sense that Claudia's here anywhere. Und da geht's schon los. Ja, okay. Das ist ein bisschen. Na. Ach, ich hab schon jetzt keine Lust mehr. Wie laufe ich? So laufe ich. Ja, ich glaube, wir werden. Warum läuft er da? Ich dachte, der guckt nach links und rechts. Ach, ganz komisch. Ja, also wir werden bestimmt ganz viel Spaß haben und mit wir meine ich euch. Und bevor irgendwelche Fragen aufkommen, ich spiele das nicht nachts. Ich wollte da jetzt noch gar nicht durch, da lag noch jemand. Ja, und es ist in der Ego-Perspektive. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich spielen kann. Denn spielen wollen würde ich natürlich sehr viel, aber... Aber ich hatte es in meinem Infovideo schon erwähnt, dass ich was zur Hölle? Ihr fehlt ein Bein und ach, das ist ein Computer. Boah, mach mir doch nicht so Angst. Ach schon, mein Gott, die atmet doch. Das ist ja nur ein Computer. Ja, bitte, bitte.
Ja, ich hatte das da schon erwähnt, dass ich Probleme habe bei Spielen in der Ego-Perspektive, aber dann guck mal wieder nach vorne. Aber ich werde mich bemühen. Guck doch. Das ist blöd, das ist dieses Hoch- und Runter-Gucken mache ich mit den Schultertasten, genauso wie dieses rechts und nach links und. Was hat er eben gesagt? Der Hall was was? Das ist sehr ungewohnt, weil ich. The Hall has caved in, was auch immer das bedeutet. Gibt's denn hier irgendwas für mich? Ja, unser Puls ist hier ganz wichtig, denn wenn der zu hoch geht, sterben wir. Das habe ich schon in der Anleitung gelesen. Diesmal habe ich die Anleitung gelesen, weil es halt erstens habe ich sie, haha, und zweitens weiß ich nicht, inwieweit mir hier was erklärt wird. Weil zum Beispiel die Steuerung wurde mir jetzt ja auch überhaupt nicht erklärt. Ja, und wie man es im Intro schon gesehen hat, hier geht es um Geister und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zum Beispiel Zombies, vor denen habe ich jetzt so gar keine Angst, also auch so in Horrorfilmen und sowas. Ja, ich glaube, da war irgendwas mit Empty. Ach, das geht mir alles viel zu schnell oder ich drück einfach viel zu schnell. Also vor Zombies oder so habe ich jetzt nicht wirklich Angst. Ich finde sie ein bisschen eklig. Es gibt hier und da mal einen Jumpscare, aber richtig Angst habe ich eigentlich vor. Was, was, was? Warum geht dein Puls hoch? Was ist los? Das sollte ich mir den Sound doch ein bisschen lauter machen, weil ich. Also hier auf meinen Boxen. Weil ich jetzt gerade keine Ahnung habe, warum sein Puls hochgegangen ist. Und ich finde es gar nicht toll, dass da mein Controller anfängt zu, Anführungsstrichen, pochen. Ich will da jetzt aber hoch. Moment. Geh doch mal darüber. Verdammt noch. Ah. Also die Steuerung gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ach so, da ist eine Stimme. Ja, da müssen wir jetzt durch. Ja, es ist gut. Ah, das geht ja schnell mit dem Puls. Ja, also da werde ich noch ein bisschen Probleme vermutlich mitkriegen. The debris blocks the way. The passage is in Dingensbummels. Ja, ich komme da nicht durch. Kurz gesagt. Ja, ich weiß es doch. Jetzt drehen wir wieder um. Ach, da hinten ist auch noch eine Tür. Warum? Das ist ja ein Geist. Oh mein Gott, das ist ja. Geist, da sitzt ein Geist. Warum sitzt da ein Geist? Ich will nicht mehr. Ich komme an dem nicht vorbei, oder was? Kann ich den ansprechen? Ich kann die Geister auch ansprechen. Wenn ich hier um die Dings drüber komme. Geht doch. Guck doch mal da runter. Junge, jetzt tick, tick nicht aus. Was mache ich? Ach so, Nothing happened. Medikit. Nothing. Ja, ich wollte es mir eigentlich angucken. Kann ich nicht.
Aha. Okay, das bringt mir auch gar nichts. Das mag ich auch mal. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich komme nicht vorbei an ihm. Was? Was ist mit dem Computer? Ach nee, the counter has been crushed by a piece of the fuse, lage, also Benzintank, Antrieb, was auch immer. Ja, wie komme ich denn jetzt an dem vorbei? Toll. Ich bin gerade mal 10 Minuten im Spiel oder so und weiß schon gar nicht, was ich machen soll. Aber so viele Knöpfe habe ich auch gar nicht. Wo sind eigentlich meine Anzeige fürs Licht? Das ist Pause. Aha. Map. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Ja, ich sehe schon, mit der Map werde ich viel anfangen können. Claudia Selfa, also wir suchen jetzt unsere Verlobte, die verschwunden ist nach dem Crash. Ah ja, und das ist der Service-Roboter, den wir unten getroffen haben. Was ist damit? Okay, das ist die Stimme, aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ach so, da kann ich noch mal die Options ändern. Das ist natürlich außer praktisch. Ja gut, das hilft mir jetzt aber auch nichts. Komme ich denn jetzt hier weiter? Ja, beruhig dich mal wieder, Junge. Kann ich hier vielleicht was machen? Nein. Nein. Wie speichere ich hier eigentlich? Nein, das wollte ich auch gar nicht. Kann ich denn hier speichern? Sieht nicht so aus. Ich gerade mal gucken in der Anleitung. Wieder total professionell. Na, habt ihr irgendwas an Halloween gemacht? Oder ne, es ist ja noch Halloween, wenn ich das hochlade. Habt ihr denn irgendwas gemacht? Speichern. Ja. Dazu muss ich eine Konsole finden. Das ist natürlich auch ganz toll. Toll, ich spiele jetzt 14 Minuten und steck schon fest. Mir wurde schon gesagt, dass das hier ein bisschen schwer werden könnte. Kann ich denn mit dir noch irgendwas machen? Okay, die hilft mir auch nicht. Ja, das war Let's Play Echo Night Beyond. Das war ja sehr gruselig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich komme nicht. Warum kann ich eigentlich nicht durch den Geist durchgehen? Geist besteht doch. Geist ist körperlos. Warum kann ich nicht an dem vorbei? Auch was Leeres. Wie spreche ich denn mit einem Geist? Ich habe mir das doch angeguckt. Everybody dies. Everybody dies.
Ja, ich hab's doch jetzt verstanden. Du wirst auch nicht gruseliger, indem du das ständig wiederholst. Ich möchte an dir vorbei. Muss im richtigen Winkel die Geister ansprechen, na, außer die Waldfee. Da bin ich mir sogar fast sicher. Jetzt lass mich doch vorbei. Flask. Flask, Jetzt müsste man natürlich wissen, was das ist. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich könnte jetzt natürlich gucken, ich habe aber auch kein Buchduden. Das heißt, ich müsste im Internet gucken, was wiederum heißt, ich müsste. Ich hatte mir hier eigentlich alles angeguckt. Ich habe aber nichts gefunden, das. Ja, es ist doch gut jetzt. Wieso. Das coverst der Countertop. Warum sprichst du die Sachen an, wenn ich diese komisch. In diesem komischen Winkel hier angucke? Da ist hier vielleicht doch was drin. Das ist gleich ein Mülleimer. Das Getränkeautomaten. Empty Coffee Machine, okay. Das dann wohl auch nicht. Ein overturned Trash Bin, ja. Mülleimer, ich weiß. Da habe ich einen anderen Knopf zum Untersuchen. Irgendwo stand auch was in der Beschreibung, dass ich irgendwie mit Batterien und Licht und blieb und blau und blub, aber es ist jetzt keine Batterieanzeige. Also Mülleimer scheint das Ding aber nicht zu sein. Flask. Ich weiß jetzt aber auch gerade nicht, was das ist. Ich gebe zu, ich habe es ja schon in Star Ocean gesagt, mein Englisch ist jetzt nicht das Beste. Das könnte vielleicht noch zum Problem werden. Liegt ja irgendwas auf den Sitzen. Und ich sollte mich nicht so schnell bewegen, mir wird schon langsam schlecht. Was hat er da eben gesagt? Also es gefällt mir schon mal gar nicht, dass er einfach wahllos spricht. Und das auch nur in einer bestimmten Area. Also dass ich, wenn ich den Kopf dann 2 Zentimeter weiter links drehe, dass es dann weg ist. Ach, so renne ich. Okay. Gut zu wissen. Ja, also es gibt hier 2 verschiedene Geister. Arten. Die freundlichen, wie der da oben. Und die nicht freundlichen, die wir vermutlich bald treffen. Auf die ich aber verzichten könnte. Ach, ich finde nichts. Was ist denn das? Warum geht dein Puls hoch? Mach mir nicht so Angst, Junge. Ah, das ist jetzt mal vermutlich gar nicht langweilig für euch.
Ah! A flask is lying on the seat. Ah, es ist also ein Flachmann. Ich hat's. Ja, ich hatte eine Vermutung, aber jetzt nehmen Sie doch mit. Aber ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe nicht viel mit Spirituosen und deren Accessoires zu tun. Eigentlich gar nichts. Also ich trinke gar keinen Alkohol, deswegen. Sonst hätte ich das vielleicht besser gewusst. Weil ich hätte es wissen müssen, weil Lions Godmother. Mal ein Unboxing von Resistance gemacht hat, von diesem Resistance Survival Pack, und da war auch so ein Flask dabei. Lass das Licht an. Kann ich ihm das jetzt geben? Vermutlich, wenn ich die richtige Taste drücke. Ja? Eigentlich nicht, aber the plot says so. Also von daher. Ja, das stand auch in der Beschreibung. Wenn ein Raum voller Nebel ist, dann ist da ein böser Geist. Und ich muss dann den Nebel aus dem Raum kriegen, und dann wird aus dem bösen Geist ein guten Geist. Oh Leute, ich habe schon keine Lust mehr. Ganz ehrlich, ich will nicht durch die Tür. Bevor jemand fragt, nein, ich spiele das nicht nachts. Das könnt ihr von mir nicht verlangen. Ich kann mir keine Horrorfilme nachts angucken. Ich brauche einfach dann meine Zeit, um mich dann zu erholen. Oh Gott, ich mag nicht mehr. Und das ist der Grund, weshalb er von mir niemals Amnesia zu sehen kriegt. Na, das und die Tatsache, dass ich Amnesia jetzt schon auswendig kenne, weil, oh mein Gott. Warum Low Battery? Aber. Ich hoffe, das lädt sich wieder auf. Ja, das und die Tatsache, dass ich das halt auch schon fast auswendig kenne, weil ich schon so viele Let's Plays dazu gesehen habe. Von verschiedenen Let's Playern. Außerdem spielt das jeder. Und da muss ich nicht mitspielen. Oh Gott. Wenn ich sag mir, die Batterien laden sich von selbst wieder auf. Boah. Also es könnte sein, dass ich auch in diesem Let's Play etwas stiller bin. Oder nur irgendwelche quietschenden Geräusche von mir gebe. Weil ernsthaft, Leute, es ist zwar helllichter Tag, aber ich habe jetzt schon Angst. Na gut, nicht helllichter Tag, ich habe extra meine Rollläden ein bisschen unten gelassen. Das ist zumindest jetzt nicht. Auch weil die Sonne direkt auf meinen Bildschirm scheint, dann würde ich vermutlich nichts sehen. Das ist ein Fahrstuhlschacht. Ist das ein Fahrstuhl? Oh Gott, es ist ein Fahrstuhl. Ich möchte nach oben gucken.
nicht mehr, Leute. Fren war hier, ne? Ja. Crew boarding hatched. It appears to be locked. Hier gibt's nix. Oh Gott, the door's closed. It doesn't appear that it can be opened. Boah, Gott sei Dank. Dann gehen wir mal wieder. Ja, also richtet euch darauf ein, das wird nur ein Nebenprojekt, weil, warum geht dein Puls hoch? Ach, Junge, hör auf, mir so Angst zu machen. Weil es ist ein Horrorprojekt und Leute, es gibt viele ängstliche Menschen auf der Welt und ich gehöre zu der Sparte, die schon einen Schiss kriegt, wenn es mal in der Wohnung ein ungewöhnliches Geräusch gibt. Und das ist kein Scherz. Okay. Muss ich das Ding jetzt reinschieben, angucken? Ein runtergucken. Guck mal hier. Kann ich das nicht wieder reinschieben? Das blinkt so auffällig. Batteries are strewn about the floor. All of them are damaged. Okay, also alle Batterien sind über den Boden verteilt und sind kaputt. Das ist schlecht. Ja, was soll ich jetzt machen? Muss ich Batterien finden? Shuttle's Backup Generator. Okay. Okay, das, was eigentlich heißt, ich muss jetzt wieder zurück. Ich sollte wirklich nicht so schnell hoch und runter gucken. Mir ist wirklich schon ganz schlecht. Warum könnten die Türen aufhören, Geräusche zu machen? Laufen wir mal ein bisschen schneller. Ich möchte jetzt wieder nach oben, bitte. Warum kann ich mich nicht umdrehen? Ich mag das nicht, mit der Tür zur Wand. Mit der Tür zur Wand, ja, mit dem Gesicht zur Wand zu stehen. Doors bend in frames. Sollte vielleicht auch nicht so viel rennen. Ich glaube, dann geht sein Puls auch hoch, was ja irgendwie auch verständlich ist. Das heißt, ich muss jetzt dahin. Da ist bestimmt mein erster böser Geist. It won't open. It appears to be without power. Warum gehen dann die anderen Türen auf? Ach so, die kann ich vermutlich einfach aufschieben, oder? Da brennt Lichter. Warum brennt da Lichter, wenn es hier keinen Strom gibt? Was muss ich jetzt machen? Ich habe ja keine Batterie jetzt aufgesammelt, ne?
Das wollte ich auch nicht. Da gibt es auch diese. Gehen wir wieder da raus. Nein, ich habe ein Medikit. Okay. Also war ich schon ganz richtig. Nur fehlt noch irgendwas. Ich habe irgendwas nicht durchgeguckt. So. So ist das viel besser. Nein, eigentlich auch nicht. Denn es könnte ja sein, dass wenn die Tür aufgeht, direkt ein Geist vor mir erscheint und dann kriege ich einen Herzinfarkt. Und dann war es das mit Let's Plays. Oder liegt hier vielleicht noch einer? An Open Battery Storage Compartment. Ja, ich sehe, dass da ein offenes Batteriefass ist. Aber ich kann keine von den hier liegenden aufnehmen. Nein, kann ich nicht. Hier ist aber auch keine drin, nehme ich an. Kann auch keine aus den anderen Fächern nehmen. Das, Ich hatte, glaube ich, erwähnt, dass man mir gesagt hat, dass das füllt sich das jetzt wieder selber auf oder nicht? Wo kann ich sowas denn sehen? Warum sehe ich das nicht? Was sagen mir denn die Notes? Okay. Ah, Moment, was ist das denn? Fängt ja wieder gut an. The main generator is no longer functioning. Ja, das weiß ich ja. Ja, soweit bin ich auch. Recordings habe ich noch keine. Ja, könnte man mal sagen, ob ich den ganzen Kram dann da vorlesen soll von den verschiedenen. Boah, also neben der Karte kann ich ja mal wirklich gar nichts anfangen. Kann ich auch nicht drehen oder so, ne? Nee. Ja, ob ich hier diese Notes alle vorlesen soll oder ob ich das nicht interessiert. Ja, regenerieren sich jetzt die Batterien von selber oder nicht? Ich habe jetzt auch nichts gefunden, das wie eine Batterie aussieht. Conversation. Nein. Aber wenigstens flippt er hier nicht aus, weil es kein Licht gibt. Das ist schon mal sehr positiv. Ich würde ausflippen nach der Geisterbegegnung. Boah, warum legt ihr eine Anleitung bei, wenn da nicht drin steht, was ich wissen will? Gott. Herzschlagmonitor, das weiß ich.
Okay, wenn unser Junge hier einen Herzschlag von 300 pro Minute hat, dann ist Polen offen. Ich kann aber nirgendwo mehr hin. Da habe ich eine Tür übersehen. Moment, war die nicht vorhin zu? Das ist jetzt ein. Ach so, das ist das hier. Was gibt's da hier? Ich will nicht raus. Nein, ich wollte mich umsehen. Boah, ich werde es so bereuen, dieses Projekt angefangen zu haben. Ach, ich kann speichern. Dankeschön. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo meine PlayStation 2 drin ist. Ja, gut. Ja, ich habe ja auch noch eine Speicherkarte für die PS1 mit drin. Wegen bei dem einen PlayStation 1 Spiel. Nein, mittlerweile habe ich zwei. Nein, drei. Zwei davon werdet ihr vielleicht sogar als Let's Play sehen. Habe ich theoretisch gesehen extra fürs Let's Play gekauft. Theoretisch. Aber ich werde jetzt nicht sagen, was, weil ich noch nicht weiß, ob ihr die zu sehen kriegt.